Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Top 10 Video. Heute die SG553. Heute Abend um 22 Uhr ist Livestream. Nicht vergessen. Und natürlich sollten wir auch nicht unseren Sponsor vergessen. Skinbaron, unserem Partner, wenn es darum geht, Skins zu kaufen und zu verkaufen für echtes Geld. Nicht für Steam-Guthaben oder so einen Schotter, nein, für Euronen. Zack, aufs Konto oder PayPal oder wie auch immer. Wir fangen so wie immer auf Platz 10 an und gehen dann langsam hoch auf Platz 1. Los geht's. Platz Nummer 10. Da liegt bei mir die Fallout Warning. Wahnsinnig krasser Skin. Ich spiele die Waffe an sich jetzt eigentlich nie. Wenn ich sie in der Hand habe, geht damit nicht viel. Darum kenne ich auch oder kannte ich auch die meisten Skins nicht. Aber ja, nach reichlicher Überlegung ist das hier der 10. geworden. Der Preis ist sogar überraschend hoch. Ich dachte ja gut, 3, 4 Cent. Ne? Maximal 5. Aber nein, 10 Euro. Okay, in Souvenir, alles klar. Aber hier, 2 Euro. 2 Euro. 13 Euro. Die Ultraviolet liegt auf dem 9. Platz. Sieht ein bisschen komisch aus, weil das hier nicht lackiert ist. Da muss man durch. Das gehen wir deutlich schicker, wenn zumindest dieses Stück hier noch lila wäre. Aber, naja. Da gibt es fast keine Auswahl, wie man hier sehen kann. Der Preis ist auch überhaupt nicht passend. Also optisch. Ich spreche nur vom Optischen. Da sieht der 8. Platz mit der Danger Close doch schon etwas schicker aus. Oh, die Farbwahl ist ganz schick. Orange, blau kennt man auch von Spielecovern. Ist eine schöne Sache. Und hier würde ich jetzt vielleicht auch einen etwas höheren Preis als bei den letzten erwarten. Also anstatt 3, 4 Cent hier halt vielleicht 8 Cent. Aber nein, es sind nur 6. Gut, 60 in StatTrak, okay. Hier ist der Preis genauso, wie man ihn erwartet, würde ich sagen. Bei den anderen beiden war es irgendwie nicht so. Ich wiederhole nochmal, ich meine das aber auch nur rein optisch gesehen. Ja, nicht, oh ja, aber der ist halt teurer, weil mit der kann man auf was anderes uptraden. Oder, die Geschichte hinter dem Skin. Okay, gut. Unser Platz Nummer 7 strotzt nur so vor Details. Die Areal ist es, die hier steht. Guckt euch mal diesen hohen Detailgrad an. Das ist schon ambitiös. Guck mal da, Nieten. Ein Vogel. Noch ein Vogel. Ein Batterie oder Schrotpatron oder sowas. Hier vorne das herausstechende Blau. Schick. Und hier passt der Preis eigentlich auch wieder. 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 9 Cent, 9 Cent, 11 Cent. Also da, ja. Da stimmen Preis und Optik überein. Aber ist das auch bei unserem 6. Platz so? Die Triarch oder Triarch liegt auf dem 6. Platz und ist von dem Detailgrad her ähnlich. Gut, jetzt hier nicht so zwingend, aber sonst ist da auch einiges Schönes drauf. Mir gefällt auch hier dieses angedeutete Verdreckte. Also ich nehme an, dass es Dreck sein soll, ne? Der hier so langsam sich über die Waffe zieht. Und auch der Preis zieht sich hier ganz gemütlich eigentlich durch. Wobei 3 Euro, ja, 6 Euro, ne, also das ist in Ordnung. Gut, hier unten jetzt 12, 15 und so weiter. Aber in einem guten Einsatz erprobt, wie wir es zum Beispiel jetzt hier haben, 28 Cent geht. Hier zwischendrin ein großes Dankeschön an alle, die sich über meinen Code oder über meinen Link bei Skinbaron angemeldet haben. Die Zahlen sind wirklich gut angestiegen. Vielen Dank dafür. Es freut mich, dass ihr mich da so ein bisschen unterstützt, beziehungsweise Skinbaron eben einfach zeigt, dass ihr Babbler seid, dass ihr von hier kommt und Dreck auf dem Bildschirm, was soll denn das? Ja, und das nicht von jemand anderem benutzt. Dankeschön dafür. Die SG553 Phantom liegt auf meinem 5. Platz. Und da ist detailmäßig wieder einiges am Start, aber der Skin im Gesamten sieht deutlich besser aus wie die letzten zwei. Also meiner Meinung nach. Die orangenen Stellchen hier gefallen mir sehr gut. Das ganze Teil ist farblich schön durchdacht. Erinnert ein bisschen an Mass Effect irgendwie, dieser Bereich. Erinnert mich an Mass Effect. Alles. Carbon ist da verarbeitet oder halt Stoff. Und schön ist auch der Preis. Guck mal, 32 Cent. Fabrik neu 1,19. Ja, Zugriff, wem es gefällt. Platz 4 ist ein schickes Teil. Und zwar haben wir da eine leckere Cyrex. Ja, die gab es schon diverse Male. Auch die M4 und es gibt auch eine Pistole, oder? Ja, eine USPS. Gab es schon diverse Male in Giveaways auf YouTube wie auch auf Twitch. Und das Teil ist halt wirklich, logischerweise stellt sich die Frage. Und wenn ich halt dann sage, es ist eine SG, dann, ja, okay, gut. Nehmen wir natürlich auch einen geschenkten Gaul, schaut mal nicht ins Maul, klar. Aber eine USPS oder M4 oder M4A1S, meine ich, die wäre natürlich, die wird viel lieber genommen. Trotzdem trägt sie mit stolz geschwellter Brust ihren Preis. Denn auch so eine Cyrex kann einiges wert sein. Selbst hier in Einsatz erprobt, 420. Für 20. Somit sind wir auf dem 3. Platz jetzt angekommen und ihr könnt wieder raten, was wohl auf dem 3., 2. und 1. Platz liegt, sofern ihr die Skins überhaupt kennt. Haut rein, ihr habt kurz Zeit zu überlegen, was jetzt wohl auf den 3 Plätzen halt steht. Los geht's und fertig. Auf dem Platz Nummer 3 haben wir die Pulse stehen. Schickes Ding, Story brauche ich nicht zu erzählen. Sperling hat die oft gehabt. Ich habe die auch irgendwann mal gehabt. Geiles Teil. Farbgebung absolut sick. Schwarz und rosa, purple, wie auch immer. Oh, lecker. Auch der Preis ist lecker. 1,07 Euro, 1,03 Euro. Gut, StatTrak brauchen wir jetzt nicht zwingend. Hier, guck mal, so eine FT, zack, 1,03 Euro. Sieht hammermäßig aus, da kannst du dich nicht beschweren. Auf dem Platz Nummer 2 liegt die SG553 Tagmath. Die Bärenspinnerin. Ich glaube, mehr als ambitiös braucht man nicht dazu sagen, oder?
höchst ambitiös. Aber ist auch der Preis am meisten? Naja, was soll ich dazu sagen? 1,38 Euro? Gut. Und der Rest ist viel zu viel. Naja, ist ja auch ein schickes Ding. Jetzt folgt der erste Platz. Was habe ich da wohl stehen? Uff. Integral. Die kannte ich nicht. Die ist wahrscheinlich noch recht neu. Guck mal da. Das Öl vom Rick wird hier verkauft. Nicer Deucer. Boah. Das ist sportlich. Höchst sportlich, oder? Und guckt euch mal diese wahnsinnige Auswahl an. 150 Euro, 80 Euro. Nice. Soweit, so gut. Wir sehen uns dann heute Abend um 22 Uhr wieder im Livestream. Wir fangen wieder mit CSGO an, spielen heute auch wieder interne CSGO-Spiele, das heißt 5 gegen 5 als Community. Davor aber 2 Matchmaking, einmal High und einmal Low Ranks. Und dann werden wir irgendwas anderes machen. Also es wurde sich Dark Souls gewünscht, das GTA wurde auch wieder erfragt. Das Mutantenspiel wurde sich auch wieder gewünscht. Ich hätte aber auch dieses neue Far Cry am Start auf der Xbox, die könnte ich herschleifen. Wir haben ja extra die Capture Card geholt und dann ein bisschen das neue Far Cry spielen. Für alle, die jetzt noch dabei sind, ich werde hier eine Abstimmung machen, was ihr gerne dann nach CSGO sehen wollen würdet. Dann ist es auch schon, da der Stream um 22 Uhr startet, ist es nach CSGO wahrscheinlich ca. 2 Uhr, halb 3. Also eher der ruhige Part oder der ruhigere Part des Streams. Ich selbst hätte am meisten Lust, glaube ich, auf das neue Far Cry, dieses New Dawn, wo man in dieser Postapokalypse scheinbar rumläuft, irgendwie Ressourcen, Waffen sammeln muss, eine Basis bauen kann, Leute rekrutieren und so weiter. Bin aber auch für alles andere natürlich offen. Dark Souls, Satisfactory, sonst was. Ich guck, wie viele Sachen ich hier reinmache in die Abstimmung, okay? Bevor ich es vergesse, der Gewinner der AK-47 Kartell ist Cloth Jamsmann. Schreib einfach hier unter dieses Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Dann antworte ich darauf und frage nach deinem Trade-Link und den kannst du dann wiederum hier unter dieses Video als neuen Kommentar schreiben, sobald ich dich danach gefragt habe. Dankeschön und viel Spaß mit dem Skin. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und natürlich auch nochmal vielen Dank an alle, die eben meinen Skinbaron-Link oder meinen Code benutzt haben, um sich anzumelden. Das geht nur bei der Erstanmeldung und so unterstützt ihr mich eben und zeigt Skinbaron, ey, der Bubbler ist übrigens ziemlich lässig. Haut rein!